Der Bezirk Neukölln hat 300.000 Einwohner und ist, wenn man ihm eigenes Stadtrecht zugesteht, an 16. Stelle in der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist verständlich, wir haben das größte zusammenhängende Althausgebiet für immerhin 150.000 Menschen in Neukölln, dass wir hier auch erhebliche Probleme etwa im verkehrlichen Bereich haben. Wir haben aus Untersuchungen festgestellt, dass in Neukölln seit 1980 sich im innerstädtischen Bereich der Pkw-Besatz verdoppelt hat. Das heißt, pro Pkw hatten wir 1980 noch 5 Menschen. Wir haben jetzt rund 2,5 bis 2,3 Menschen. Und wir wissen auch kaum mehr, wo wir mit dem Blech hin sollen. Am Abend gibt es Straßen, wo nicht mal mehr die Feuerwehr hindurchkommt. Insofern sind wir zurzeit bemüht, dass wir hier eine Vielzahl von zusätzlichen Parkplatzangebot schaffen, was sehr schwierig ist, weil uns im Regelfall die Grundstücke nicht zur Verfügung stehen. Aber wir werden dazu kommen müssen, auch innerhalb von Wohnblöcken ein Angebot von Stellplätzen zu schaffen. Erste Schritte haben wir unternommen. So gibt es an einigen Stellen neuerdings Querparken. Das heißt, die Fahrzeuge stellen sich quer auf zum Bordstein, was im Einzelfall untersucht werden muss, da entsprechende Freiräume von Ein- und Ausfahrten natürlich offen gehalten werden muss, und sodass es durchaus ein zusätzliches Angebot von Stellplätzen geben soll und kein Vernichten von Stellplätzen. Wir haben vor einiger Zeit auch den Bausenator gebeten, 2 öffentliche Parkhäuser im Bezirk Neukölln zu finanzieren. Hier handelt es sich um das Grundstück an der Donaustraße, Ecke Ergstraße, ein Parkplatz, der bisher nur ebenerdig genutzt ist. Hier soll ein entsprechendes Parkhaus errichtet werden. Und es handelt sich um ein Grundstück am Mittelweg Thomasstraße, ebenfalls abseits der Karl-Marx-Straße, wo eine Stellplatzanlage errichtet werden soll im Zusammenhang mit dem Bau einer Sporthalle. Dieses sind erste Ansätze, um ein öffentliches Parkplatzangebot zu geben. Darüber hinaus haben wir mit den 3 großen Kaufhäusern in der Nähe der Karl-Marx-Straße Gespräche darüber geführt, die Parkhäuser dort auch über 18 Uhr zur Verfügung zu stellen. So vermuten wir, dass wir zusätzliches Parkplatzangebot auch schaffen müssen, wenn der Saalbau in der Karl-Marx-Straße errichtet wird im nächsten Jahr, die Passage im Herbst ihren Spielbetrieb eröffnen wird und gleichzeitig 4 Kinos ebenfalls in der Passage ihren Betrieb aufnehmen. Hier wird es also durch dieses zusätzliche kulturelle Angebot auch eine Parkplatznachfrage geben. Ich meine aber, dass über die reine Parkplatzfrage des persönlichen, des eigenen Verkehrs, des eigentlichen Autobedarfs, wir auch darüber nachdenken sollen, dass es die Möglichkeit gibt, hier mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Die BVG beispielsweise bietet natürlich sehr viele Angebote an, diesen also auch zu nutzen. Wir haben in der Karl-Marx-Straße die U-Bahn, das ist hervorragend. Wir haben eine gute Verbindung von Norden zum Süden. Wir brauchen aber sicherlich auch, und das ist eine Forderung, die hier einstimmig vom Bezirk auch mit erhoben wird, verschiedene Initiativen haben sich gegründet, wir brauchen auch die Eröffnung des S-Bahn-Ringes, um eine Anbindung der Neuköllner oder umgekehrt der Berliner an Neukölln zu erreichen. Dieses ist sicherlich nicht kurzfristig realisierbar, weil diese Strecken insgesamt instand gesetzt, sehr viel erneuert werden muss. Es ist aber aus der jüngsten Zeit zu hören, dass man sich Gedanken macht, entgegen ursprünglicher Aussagen erst Ende der 90er Jahre den S-Bahn-Ring zu eröffnen, dieses vorzuziehen auf vielleicht Anfang der 90er Jahre. Wir hoffen, das sind ja immerhin nur noch 1,5 Jahre, dass auch diese Überlegungen zu einem fruchtbaren Abschluss geführt werden. Es gibt eine Forderung darüber hinaus, die U-Bahn-Linie 8 bis zur Leinestraße zurzeit, um einen Bahnhof zu verlängern. Dieses wäre kein großer finanzieller Aufwand im Verhältnis zu den sonstigen Neubauten an der U-Bahn, da die Strecke bereits unter der Straße sich befindet und hier nur noch ein Stück innerhalb der Brücke gebaut werden muss, damit die U-Bahn die Möglichkeit hat, die Spuren zu wechseln. Diese Planungen gehen zurück auf die Zeit von Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, und es bleibt zu hoffen, dass das, was wir gehört haben, dass es nämlich konkrete Überlegungen gibt, diese Maßnahmen kurzfristig zu realisieren, auch zu einem Abschluss führen können.
Es wird sicherlich so sein, dass wir nur in einem Zusammenhang von privatem Angebot, privatem Verkehr und öffentlichem Personennahverkehr zu einer Lösung führen. In diesem Zusammenhang muss man auch nennen, die Verlängerung des Autobahnabzweiges von Sachsendamm nach Neukölln. Wir werden hier sicherlich noch in diesem Jahr die ersten genauen Daten sagen können, wann mit dem Bau dieses Autobahnabzweiges begonnen wird. Wir haben dann einen unmittelbaren Anschluss ans Autobahnnetz, ans Stadtringnetz hinein bis nach Neukölln, ins Gewerbegebiet auch Grenzallee-Ballinstraße, was besonders für den dortigen Verkehr, aber auch für die Wohnanlage um die Heideck-Siedlung, um Dammweg und dergleichen ist. All dieses zusammen und natürlich auch die Rücksicht des einzelnen Verkehrsteilnehmers muss dazu beiführen, dass hier innerhalb Neuköllns die Attraktivität im Wohnfeld auch gesteigert wird.